أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أسلوب gebührt الله dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, wa ja'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister, eine Silsila, eine Serie über Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah. Und wir werden insha'Allah ta'ala heute weiter fortfahren, über eine weitere Krankheit zu sprechen, die mit den Gelüsten der Muslime zu tun hat. Und es gibt viele Leute, sie möchten tatsächlich nicht Allah Azza wa Jal, den Allmächtigen, anbeten, sondern sie möchten nur ihren Gelüsten im Leben folgen. Über Tatabbu' al-Rukhas werden wir heute sprechen, bi'idhnillahi as-samiyyil 'alim, dass man versucht, ständig dem Leichten zu folgen, wobei wir mit Rukhas hier nicht das Leichte in der Religion tatsächlich meinen, sondern wir meinen die Fehler der Gelehrten, Zallatul Ulama, wal Alim Mujtahid, wa idha akhta akhta. Und der Alim, er ist ein Mujtahid, er kann Urteile ableiten vom Koran und von der Sunna, aber wenn er einen Fehler macht, so hat er einen Fehler gemacht. Und daher müssen wir unterscheiden, wenn wir das Wort Rukhsa erklären, was meinen wir damit? Ist das das Leichte in der Religion oder nimmt man immer das Schwere in der Religion? Diese Religion des Islam, liebe Geschwister, ist eine Religion, die Allah Azza wa Jal erwählt hat für sein Volk. Inna dina inda Allahi l-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Allah hat diese Religion bestimmt. Subhanahu wa ta'ala. Und er mit seiner Gnade und seiner völligen Barmherzigkeit hat uns diese Religion leicht gemacht. So sagt er uns, yuridu Allahu bikumul yusr. Allah möchte vielmehr das Leichte für euch und nicht das Schwere. Das ist unser Rabb, Allah Azza wa Jal. Er hat in dieser Religion nichts bestimmt, außer was wir erfüllen können. Merk dir diesen Satz und unterstreiche ihn, o Diener Allahs. Und wehe dir, dass du eine schlechte Meinung über Allah Azza wa Jal hast, weil du denkst, dass Allah dir die Religion schwer gemacht hat. Allah, er möchte für euch das Leichte. Das Leichte bedeutet hier, nicht falsch verstehen, dass du jede Sache, die die Scharia bestimmt hat, die Gesetzgebung Allahs bestimmt hat, dass du sie erfüllen kannst. Kannst du fünfmal am Tag beten? Du kannst, wenn du willst. Kannst du, o Diener Allahs, einen Monat durchgehend fasten? Du kannst, wenn du willst. Und unterstreiche, wenn du willst. Es gibt Leute, sie sagen dir, ich kann das nicht. Er meint vielmehr damit, ich will das nicht. Und Shatana, Shatana, was für ein Unterschied zwischen der Aussage, ich kann nicht und ich will nicht. Allah hat uns diese Religion leicht gemacht. Er, subhanahu wa ta'ala, hat uns diese Religion als eine Amana gegeben, als ein Treuegut. Und daher sagt Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhal ladhina amanu, la takhunu Allah wa rasul, wa takhunu amanatikum, wa antum ta'lamun. O ihr, die ihr glaubt, betrügt nicht Allah. Betrüge nicht Allah und auch nicht seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommt ein Wort, Amanat, und auch nicht das treue Gut bedeutet die gesamte Religion, während ihr doch bestens Bescheid wisst. Wehe dir und mir, dass wir anfangen, Allah zu betrügen. Ja, es gibt diese Leute und über die sprechen wir heute insbesondere. Das sind Leute, sie wollen nicht die Religion Allahs Azza wa Jal, sondern sie möchten in dieser Religion weiter ihren Gelüsten nachkommen. Und Allah Azza wa Jal, wie wir erwähnt haben, hat uns die Religion leicht gemacht. Und wir können sie alle, walhamdulillahi rabbil alamin, bestens praktizieren, diese Religion.
Und Allah hat dir vorgegeben, dass du ihm dienst. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Unsere Aufgabe ist es, Allah Azza wa Jal zu dienen. Nicht, dass du deinem Genuss dienst, sondern Allah Azza wa Jal. Deine Aufgabe ist, Allah zu dienen, nicht deinen Gelüsten. Und deswegen kommen heute viele Menschen, wal-iyadu billah, aus ihrer Welt der Gelüste heraus. Und er ruft einen Sheikh an. Ja, Sheikh, darf ich rauchen? Ist das Rauchen erlaubt oder verboten? Der erste Sheikh sagt ihn verboten. Er sagt, das ist nicht mein Mann. Dann ruft er weiter, den zweiten, den dritten, den vierten. Und schließlich beim siebten, so sagt dieser sogenannte Sheikh, das Rauchen ist erlaubt für dich, tu, was du willst. Er sagt, das ist mein Alim, das ist mein Sheikh. Wen betet er an? Allah oder sein Gelüst? Und so gibt es in vielen Fragestellungen leider Menschen, sie wollen gar nicht dieser Religion dienen. Wenn Allah dir sagt, subhanahu wa ta'ala, dass du keine Sinner machen darfst, dann darfst du keine Sinner machen. Nicht, dass du nach einem Ersatzweg strebst und sagst, irgendwie kann ich das auf Halal-Weise machen. Wenn Allah dir verboten hat, was schlecht ist für dich und für deine Gesundheit, so darfst du nicht einen anderen Weg erwählen, damit du sagst, ich diene doch Allah. Aber es gibt halt Leute, sie haben uns Erleichterung in der Religion gebracht. Diese Erleichterung, o Diener Allahs, sind nicht der Gegenstand der Religion. Und daher sollte ein jeder heute wissen, ein Alim, ein Gelehrter ist ein Mensch und er begeht Fehler. Und ein Alim, ein Mensch, er ist nicht ma'sum, er ist nicht fehlerfrei, denn dieses war nur der gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, über den die Salaf gesagt haben, radiyallahu anhum wa ardahum. Sie sagten, höre zu, damit du dir diese Wörter merkst und demnächst nicht dir die Frage stellst, ob ein Alim ma'sum ist oder nicht. Ein Alim, nochmal ein Gelehrter, ist niemals fehlerfrei, o Diener Allahs. So sagten die Salaf. Kullu ahadim minan nas yukhadu min qawli wa yutrak illa sahib hadha al-qabr wa ashara ila qabri Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Von jedem, bedeutet von jedem Gelehrten, von jedem außer dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, wird seine Aussage genommen oder gelassen. Das hängt davon ab, ob er nach Koran und Sunna gehandelt hat oder einen falschen Ijtihad gemacht hat, eine falsche Urteilsbefindung bekommen hat. Dieses, o Diener Allahs, ist erstmal nur ein Wort von einem Gelehrten. Aber willst du dem Gelehrten vor den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bevorziehen? Sag es mir. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam dir eine Sache klar verboten hat, suchst du dann und gehörst du zu denjenigen, die einen anderen Weg einschlagen, wal-iyadu billah, um ihren Gelüsten zu folgen? So sagt Allah Azza wa Jal zu Dawud alayhi salatu wa salam. Er sagt, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und so folge nicht dem Gelüst. Eine gefährliche Sache. So folge nicht dem Gelüst. Denn dieses wird dich vom Wege Allahs Azza wa Jal abirren lassen. Und die Ulama sagen über diese Aya, höre zu, kun abdan lillah, sei ein Diener Allahs, wa la abdan lil hawa, und nicht ein Diener von deinen Gelüsten. Fa inna al hawa yahwi bi sahibihi fil nar. Denn das Befolgen des Gelüstes bringt seinen Befolger in das Höllenfeuer. Allahumma najjina min an nar. Und so gibt es viele Leute, o Diener Allahs. Er möchte ein Haus bauen mit Zinsen. Er weiß, die Zinsen sind haram in unserer Religion. Allah Azza wa Jal hat diese Zinsen verboten. وَرُوْمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. O ihr, die ihr glaubt, so unterlasst das, was ihr an Zinshandel vor dem Islam gemacht habt. Eine klare Entscheidung von Allah Azza wa Jal. Höre diese Eier. إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Wenn ihr gläubig seid. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wenn ihr dieses aber nicht tut, so macht euch gefasst auf einen Krieg von Allah und seinen Gesandten. Allahu Akbar. So macht euch bereit auf einen Krieg. Daraufhin sucht er einen Alim. Er sucht eine Person, der ihm erlaubt, sein Haus mit Zinsen zu bauen. Er macht
dass Allah und sein Gesandter dieses verboten haben. Aber er will doch gar nicht Allah anbeten. Er möchte sein Gelüst anbeten. Tatabbu' al-Ruhas. Dass einer nur nach Fehlern von Gelehrten sucht und man findet sie. Und sie sind viele. Sogar gibt es Leute unter den Gelehrten, sie haben eine Art von Zins erlaubt. Sie haben gesagt, wenn der Zins nicht allzu hoch ist, so ist er erlaubt. Batil! Diese Aussage ist falsch. Allah spricht. Dann sagt kein Gelehrter mehr etwas neben Allah. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht. Dann darf kein Gelehrter neben den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas sagen. Die Zina ist verboten. Aber heutzutage hat man ein anderes Wort dafür. Und die Schia praktizieren dieses Wort. Al-Mutta. Al-Mutta, du nimmst eine Frau und heiratest sie für 4 Tage, 7 Tage, 10 Tage, so wie du Lust hast. Haram! Allah hat dieses verboten bis Yawmul Qiyam. Aber Allahs Religion ist schwer für Leute, die nach ihren Gelüsten trachten. Und sie ist so leicht zu erfüllen für Leute, die Ikhlas, Aufrichtigkeit gegenüber Allah Azza wa Jal haben. Allahumma ja'alna min al-mukhlisin. Sie ist leicht zu erfüllen, o Diener Allahs. Deswegen gibt es Leute, er sucht nach seinen Gelüsten und al-musiba, die Katastrophe ist, dass diese Person, der Ärmste, gar nicht mehr weiß, dass er Allah nicht anbetet. Sondern er betet nur sein Gelüst an. Höre diese Ayah, Allah Azza wa Jal sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Ey Wallah, sein Gelüst ist sein Gott. Er will gar nicht Allah anbeten. Er möchte sein Gelüst anbeten. Und er findet Leute, die ihm die Zigaretten erlaubt haben. Und er findet Leute, die ihm die Musik erlaubt haben. Und er findet Leute, die ihm die Zina erlaubt haben. Und er findet Leute, die ihm die Zinsen erlaubt haben. Und er findet Leute und findet Leute. Zum Schluss praktiziert er eine Sache, die nichts mit der Religion Allahs Azza wa Jal zu tun hat. Er betet nicht Allah an, aber vielmehr betet er sein Gelüst an. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Und Allah lässt ihn in die Irre mit seinem Wissen gehen. Subhanallah. Woher kennt er die Aussagen, diese Erleichterung, diese Zallat, diese Fehler der Gelehrten? Er muss doch schon etwas herumgesucht haben. Die kommen ihm doch nicht zugeflogen vom Himmel. Sondern er hat gefragt, das? Nein. Das? Nein. Das? Nein. Und endlich sagt ihn einer ja. Das heißt, er kennt auch das Nein. Aber dieses Nein will er nicht hören, weil das nicht mit seinem Gelüst übereinstimmt. Daher sagt Allah Azza wa Jal, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Und Allah lässt ihn in der Irre gehen, während er wissend ist. Noch mehr. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. Und Allah Azza wa Jal, er versperrt ihm sein Gehör und versiegelt sein Herz. Allah versiegelt sein Gehör und sein Herz. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Und Allah Azza wa Jal, er legt einen Schleier über seine Augen, so dass dieser وَلَيَاذُ بِاللَّهِ nicht mehr die Wahrheit kennt. Wer kann ihn dann noch recht leiten, sagt Allah. Wer kann ihn noch recht leiten, nachdem Allah Azza wa Jal ihn in die Irre gehen gelassen hat? Wer? Bedenkt ihr nicht? Daher, überlege, o Diener Allahs, wen betest du an? Allah oder dein Gelüst? Komm mir nicht auf diesem Wege, dass du sagst, aber das ist auch ein Scheich, aber das ist auch ein Gelehrter. Wer sind sie im Vergleich zu Allah Azza wa Jal und seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und weißt du, was das Tragische für dich sein wird? Diese Leute, die ein falsches Urteil erstrebt haben, die Gelehrten, sie werden belohnt, weil es ihre Absicht war, die Wahrheit herauszufinden, aber sie haben vielleicht einen falschen Hadith gehabt. Sie haben vielleicht eine Sache falsch verstanden. Sie haben eine Sache ausgelassen. Deswegen haben sie ein falsches Urteil ergründet. Nur du weißt ganz genau, dass das Haram ist. Wie viele Leute kommen dir und sagen, man darf den Alkohol trinken. Es ist ja nicht der Alkohol wie in der damaligen Zeit, der richtig aus Weintrauben gemacht wird. So kommen sie dir in dieser heutigen Zeit. Subhanallah. Sie wollen nur ihren Gelüsten folgen, o Diener Allahs.
Ibn Abbas radiallahu anh, er hat Leute getroffen bei der Hajj. Und Ibn Abbas war dafür zuständig, dass er die Leute gesammelt hat, um ihnen die Fatawa zu überbringen. Und die Leute, als er sie gefragt hat, sie haben immer mit Abu Bakr und Umar argumentiert. Allahu Akbar, mit welchen Gelehrten? Abu Bakr und Umar, wenn du die gesamten Gelehrten dieser Zeit zusammentrümmelst, so werden sie nicht das Wissen haben von Abu Bakr und Umar. Und so sagte Ibn Abbas zu ihnen, يُوشِكُ أَن تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُولُ لَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Fast würden Steine vom Himmel herabregnen. Ich sage zu euch, der Gesandte Allah sagt, und ihr sagt, Abu Bakr und Umar sagen. Ja, Abu Bakr und Umar sind nicht wie irgendwelche Gelehrten. Das waren die Träger der Religion. Und dennoch hat Ibn Abbas radiallahu an nicht zugelassen, dass diese Leute als Argument genommen werden, wie dann die heutigen Gelehrten. Wie? Wenn diese Leute nicht mal den Status gehabt haben, dass sie selbst in sich ein Beweis sind. Nein, der Beweis ist die Religion. Qala Allah, qala Rasulullah. Allah sagt und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagen. Und es gibt Probleme, o Diener Allahs, wenn du anfängst, deinen Gelüsten zu folgen. Höre, was Imam Ahmad, Imam al-Dunya, rahimuhullah ta'ala gesagt hat. Er sagte, لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماء وأهل مكة في المتعة كان فاسقا. Imam Ahmad rahmatullah alayhi sagte, wenn eine Person nach den Gelehrten vom Irak, von Al-Kufa urteilt, so wird er den Wein trinken. Er wird ihn als erlaubt sehen, weil da gab es Leute, sie haben den Wein erlaubt, obwohl er es verboten. Sie haben einige Arten vom Wein erlaubt und er ist verboten. Und er sagt weiter, Imam Ahmad, und wenn er nach dem Urteil der Gelehrten in Al-Madina geht, da gab es einige Personen, sie haben die Musik erlaubt. Das Hören der Musik. Und wenn er nach den Leuten, nach den Gelehrten in Mekka geht, die die Mut'a erlaubt haben, das bedeutet die Sinner, er sagte, so ist dieser ein Vers. Was machst du, wenn du draußen jemanden siehst? Auf der Straße als ein praktizierender Muslim, er hört Musik und er hat eine Frau im Arm und er trinkt dabei Alkohol. Wirst du etwas anderes als fasik sein? Bitteschön, es wurde ihm erlaubt von Leuten, die nicht dieses erlaubt haben, aber er sieht das als erlaubt. Er denkt, dass er mit den Fehlern der Gelehrten sein Gelüst befriedigen kann. Und bei Allah, diese Gelehrten werden frei sein, Yawmul Qiyama, weil sie sich angestrengt haben auf beste Art und Weise, selbst wenn sie einen Fehler begangen haben. Du aber, der genau weiß, dass das Rauchen verboten ist, dass die Sinner verboten ist, dass die Musik verboten ist. Du sagst dann, sie haben es doch erlaubt. Gefährlich. Dieses kann bis zum Schirk reichen, dass du raus bist aus der Religion, ein Käfer wirst. Höre diese Wörter. Allah Azza wa Jal sagt, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Sie haben sich ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, als ob Allah ihnen dieses in der Religion verpflichtet hat. Was sagte Adi ibn Hatim al-Ta'i radiyallahu anhu arda, als er diese Aya gehört hat? Er sagte zum Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum, sie haben sie doch nicht angebetet, wie können sie sie zu Herren genommen haben? Und wir reden hier über den großen Schirk, wir reden hier über den großen Kuffer, der einem aus der Milla, aus der Religion des Islam herausbringt. Er sagte, sie haben ihm doch nur gefolgt, wie können sie hier Kuffar geworden sein? Sie haben sie doch nicht direkt angebetet, mit dem Rukur, mit der Verbeugung und mit der Niederwerfung. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, Bella, sie haben sie angebetet. Allahu Akbar. Höre wie. Innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahum al-haram fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyyahum. Sie haben den Gelehrten gefolgt, wenn diese ihnen gesagt haben, das ist verboten, obwohl es erlaubt ist, und das ist erlaubt, obwohl es verboten ist, so haben sie ihnen gefolgt. Sie wussten es natürlich. Aber sie haben die Gelehrten als Hujja, als Argument genommen, das haben doch unsere Gelehrten gesagt.
Sie wussten, dass das verboten ist, aber sie haben sich die Ulama gegriffen, um zu sagen, sie haben es uns erlaubt, wir sind frei von der Sache. Allah Azza wa Jal hat gesagt, dass sie sich diese Leute, diese Gelehrten zu Herren außer Allah genommen haben. Allahu Akbar. Und das ist Shirkut-Tah. Das heißt, dass du jemanden in der Gehorsamkeit folgst, der nicht befolgt werden darf. Wenn es darum geht, dass er dir etwas sagt, was gegen die Religion Allahs Azza wa Jal ist. Dein Vater kommt zu dir und sagt dir, rasier dein Bart ab. Wenn du dem folgst, weil du sagst, eigentlich hat er recht, dieser Bart ist Quatsch in der Religion, wir brauchen ihn nicht, das ist Shirkut-Tah. Hier hast du deinem Vater gefolgt, du hast das, was er an Übel gesagt hat, an Elendigem gesagt hat, über die Religion Allahs Azza wa Jal gestellt und du bist hier in der Gehorsamkeit gefolgt, großer Kufr. Aber dein Vater sagt dir das und du weißt, dass das falsch ist, aber du hast Angst vor Konsequenzen, dass du aus der Wohnung rausgeschmissen wirst. Dieser ist zwar kein großer Kufr, aber eine Sünde. Möge Allah Azza wa Jal uns niemals vom Weg der Rechtleitung abirren lassen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala as-salaf, die Salaf sagten, man tatabba'a ar-rukhas tazandaq. Derjenige, der den Erleichterungen in der Religion folgt, so ist er ein Sindik geworden, wal-iyadu billah, als ob er die Religion gelassen hat, verlassen hat. Möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren. Hört, warum? Mit welcher Religion betet er Allah an? Er trinkt den Alkohol? Er raucht die Zigaretten? Er hört die Musik? Welche Religion ist das? Ist das die Religion, die Allah herabgesandt hat? Nein, er dient Allah auf eine andere Religion. Allah hat ihm befohlen, dass er seiner Religion dient. Die Religion des Islam. Die Religion, die perfekt und vollständig ist. Er aber möchte nicht dieser Religion dienen. Denn wenn du nicht Allah dienst, sondern deinem eigenen Gelüst, so dienst du nicht der Religion Allahs. Und du wirst zur Rechenschaft gezogen bei Allah Azza wa Jal. Und sie sagten, die Salaf, Rahimumullah Ta'ala, sie sagten, in akhafta bi rukhsati kulli alim, ijtama'a fika sharru kullu. Wenn du jede Erleichterung von einem Gelehrten, der einen Fehler gemacht hat, nimmst, du darfst rauchen, du darfst die Sinner machen, du darfst Musik hören, du darfst Zinsen nehmen, dann kommt das gesamte Übel über dich. Was meint das? Dass du Allah mit einer anderen Religion anbetest. Du betest Allah mit einer anderen Religion an, einer Religion, die wir nicht kennen. Du lebst praktisch wie in deiner Jahiliya. Wie Leute in dieser heutigen Zeit, man nennt sie auch Ahlul Takfir, sie machen sich alles so, wie sie möchten. Und ich sage ganz klar, und diese Moschee achtet sehr darauf, dass diese Leute nicht ihren Platz hier in dieser Moschee haben. Und wir werden noch genauer darauf achten, weil das Leute der Gelüste sind, wal-iyadu billah. Und aus diesen Leuten sind die Khawarij geworden, wie wir sie jetzt sehen im Irak und Syrien. Diese Leute haben dem Bild des Islam geschadet, mit der Hilfe der Kuffar, ganz klar. Aber sie haben es getan. Und deswegen soll jeder wissen, der hier zur Moschee kommt, wir sind kein Reisebüro, die Leute nach Syrien oder in den Irak schicken. Jeder soll das wissen. Und wir achten sehr darauf. Und wenn wir wissen, dass es Leute gibt, die den Weg vom Takfir und den Khawarij einschlagen, so haben sie hier keinen Platz in unserer Religion. Möge Allah Azza wa Jal uns nur auf der Aqida von Ahlus Sunnah wa Jama'ah befestigen. Hört zu, o Diener Allahs, und versteht diese Sache. Es ist sehr, sehr wichtig für mich und für dich. Wir haben in der Tat Gelehrte, die Fehler gemacht haben. Und du wurdest verpflichtet, Allah Azza wa Jal so zu dienen, wie er es von dir verlangt. Und dir wurde nicht erlaubt, dass du etwas, was Allah und sein Gesandter verboten hat, dass du dieses trotzdem machst, mit dem Argument, ein Gelehrter hat das erlaubt. Nein, dieses ist verboten. Denn wenn du dieses machst, so dienst du Allah auf eine andere Religion, die wir als Muslime nicht kennen. Subhan al-Malik. Was passiert danach? Es gibt Leute, der möchte eine Frau heiraten. Und er weiß, es gibt Aussagen von Gelehrten,
die gesagt haben, man braucht keinen Wali. Das heißt, du kannst den Vater umgehen, du heiratest diese Frau irgendwo an der Bushaltestelle XY, da hast du 2 Minuten gerade Zeit, du triffst dich mit der Frau, du heiratest mit ihr, er bringt dir einen Kumpel von ihm mit, der genauso ein Gauner ist wie er. Und wenn du diesen Shaitan sagst, und ich sage Shaitan, wenn du ihn sagst, was, wenn deine Tochter das mit dir machen würde? Er sagt, ich erlaube das nicht. Ein Ehrenloser. Und ich sage das von der Mimba des Propheten, du schäm dich. Wallahi, und meistens sind das die Leute, die diesen Takfir-Weg gehen. Dein Vater ist Kafir. Nein, der betet bei der und der Moschee, der ist Kafir. Der hat nichts mit dem Islam zu tun. Er möchte sie heiraten. Dieser Feiger, der sich nicht traut zu sagen, ich möchte den Vater umgehen, sondern er sagt zu dem Mädchen, dein Vater ist Kafir. Er hat sowieso kein Recht über dich. Und in der Tat, wenn einer ein Kafir ist, das heißt ein Kafir, der auch als Kafir klar deutlich erkennbar ist, dieser kann niemals der Wali von einer Frau sein. Aber sie spielen. Sie nehmen die Ayat über die Religion Allahs und projizieren sie auf die Muslime. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Deswegen sagt er ihr, du brauchst deinen Vater nicht, es gibt Gelehrte. Dann kommt er auf einmal mit Abu Hanifa. Dieser Jahil weiß nicht mal, wer Abu Hanifa ist. Auf einmal kommt ihn Abu Hanifa gelegen. Auf einmal liebt er Abu Hanifa. Woher kennst du Abu Hanifa? Er hat was gesagt, was dir dienlich ist. Seht ihr die kranken Herzen? Seht ihr die kranken Herzen? Allahumma akhrij al-marada min qulubina. Seht ihr die kranken Herzen, o Diener Allahs? Er sagt, es gibt keine Zeugen, ich will keine Zeugen dabei haben. Ich folge der Ansicht von Imam Malik. Auf einmal kennt er diese Gelehrten, die er in 1000 Fragestellungen lässt, wo er ihre Ansichten nimmt und gegen die Wand wirft. Aber weil es jetzt darum geht, dass er heiraten möchte, auf einmal ist er ein Anhänger von Abu Hanifa, von Imam Malik. Und wenn er auch die Mahr nicht bezahlen will, es gibt Gelehrte, die das auch gesagt haben, also nimmt er praktisch das Mädchen einfach so billig mit und ohne jemanden zu fragen und hat eine neue Freundin, der Ärmste. Er hätte genauso gut Steffi von der Straße aufgabeln können. Genau dasselbe. Schäm dich! Und befolge die Religion Allahs Azza wa Jalla. Aber das sind sie in dieser heutigen Zeit. Er sagt dir, wir sind hier in Darul Kufr. Wir können klauen, was wir wollen. Er will klauen. Er hat früher schon geklaut. Er war früher schon ein Gauner. Es hat sich nichts geändert mit der Religion des Islam. Und er stellt sich nicht die Frage, wie bist du geworden nach dem Islam? Wallahi, manche schlimmer als vorher. Aber nicht, weil sie der Religion gefolgt sind, nein. Weil sie diese Religion umgehen wollten. Und Allah Azza wa Jal hat sie zu einem Markenzeichen gemacht, dass diese Leute, wal'iyadu billah, Gauner bleiben und viele von ihnen verlassen die Religion. Aber in Facebook sind sie Löwen. Du kannst klauen, was du willst. Du kannst Ranima machen. Alles Ranima. Alles ist dir erlaubt zu tun, weil sie irgendwelche Aussagen nehmen, nach denen sie gerne handeln möchten. Bis, und ich sage das für Allah, sie zum Schluss sogar in die Bordelle reingegangen sind. Das sind ja Sklaven. Schau, bis wohin dich dein Gelüst leiten kann. Bis du zum Schluss schlimmer bist als in deiner Jahiliyyah. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst, nicht Allah, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat und Allah ihn in die Irre geführt hat mit seinem Wissen. Er weiß Bescheid, Wallahi, er weiß bestens Bescheid. Das ist die Musiba, das ist die große Katastrophe und er kann Yawmul Qiyamah kommen. Und er kann sagen, ich bin Abu Hanifa gefolgt, ich bin Imam Malik gefolgt. So wisse, o Diener Allahs, Allah weiß, wem du gefolgt bist. Diesen großartigen Gelehrten, die inshallah entschuldigt sind bei Allah, oder nur deinem billigen Gelüst. Und ich möchte beenden über eine spezielle Gruppe von Leuten, und das sind die meisten. Wir haben verstanden, dass man nicht die Fehler der Gelehrten aufsuchen darf, um danach zu handeln und das zum Gegenstand der Ibadah, der Anbetung gegenüber Allah Azza wa Jalla zu machen. Aber wenn eine Person gar keine Gelehrten kennt und er kennt überhaupt nicht die Aussagen, nach was soll man handeln? Man sucht sich einen Gelehrten aus, den man in alle Fragestellungen fragt.
Und man hopst nicht herum von Imam Malik zu Imam Shafi'i zu Imam Abu Hanifa zu Imam Ahmad, um von dort das zu nehmen, was am leichtesten ist für einen zu praktizieren. Das ist Ittiba' al-Hawa haram. Das ist verboten für uns, liebe Geschwister. Wenn du nur einen Gelehrten kennst, dann frag ihn und befolge dem, was dieser Gelehrte dir sagt, mit zwei Voraussetzungen. Dieser Gelehrte ist anerkannt. Mit anerkannt meine ich nicht das, was die Leute sich heute als Gelehrte nehmen. Ja? Wenn er sagt, du darfst hier Ranima machen, das ist mein Gelehrter. Wenn er sagt, du darfst hier Sinna machen, das ist mein Gelehrter. Ein anerkannter Gelehrter, der bekannt ist in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dieser erste Punkt, dass dieser Wissen hat und zweitens, dass er Taqwa hat, dass er Gottesfurcht hat. Denn die Gottesfürchtigen führt Allah Azza wa Jal zum Weg. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, in tattaqullah, yaj'al lakum furqana. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, so wird er euch helfen, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. So wird er euch helfen. Wenn du einen Gelehrten hast, und wenn es auch kein Gelehrter ist, aber jemand, der bekannt ist für sein Wissen, so frage diese Person über die Angelegenheit, ohne dabei deinem Gelüst zu folgen. Und was dir der Gelehrte sagt, so nimm das von ihm, weil Allah Azza wa Jal uns verpflichtet hat, wenn wir nicht wissen, dass wir die Gelehrten fragen, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Fragt die Leute der Ermahnung des Korans, die Gelehrten, wenn ihr nicht wisst. Du darfst diesen Gelehrten fragen, aber niemals, nur weil du nach einer Sache trachtest, rufst du 5 Gelehrte an, rufst du 5 Duat an, rufst du 5 Mashayikh an und wartest, bis dir einer sagt, ja, das ist Ittiba' al-Hawa. Und wer seinen Gelüsten folgt und dieses bewusst tut, so hast du die Ayah gehört, o Diener Allahs. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى. Folge nicht dem Gelüst. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. So wirst du vom Wege Allahs abkommen. Vielleicht wirst du Schiri, vielleicht wirst du Sufi, vielleicht wirst du Atheist. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren und uns befestigen. Möge Allah Azza wa Jal uns immer der richtigen Religion folgen lassen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir das umsetzen können, was er von uns und sein Gesandter befohlen haben. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qumu ila salat.